Ja, guten Morgen. Heute geht es um das Thema Ölpreisentwicklung, Ölschock, ja, oder Ölpreiskrieg, ja, zwischen Saudi-Arabien, Russland und den USA, mehr oder weniger. Das sind so die drei größten Produzenten. Man vergisst dann natürlich auch andere Länder, von denen wird jetzt gar nicht gesprochen momentan, wie Iran, Irak, Venezuela und so weiter. Die haben halt einfach auch noch andere Probleme. Leider, die sind aber auch sehr große Produzenten, also mit sehr viel Vorkommen. Und die haben natürlich auch, sind natürlich auch beeinträchtigt. Die werden teilweise gar nicht erwähnt in den Expertengesprächen. Vielleicht könnte man das auch mal ändern, dass die auch kurz beleuchtet werden. Auf jeden Fall, ja, ich finde, also das, was wir jetzt hier im Ölpreis sehen, der bewegt sich jetzt gerade nicht. Ich muss mich jetzt da nochmal einloggen oder was? Weil der müsste eigentlich rund um die Uhr hier tickern. Egal. Also dann ist das eben der Stand von gestern. Und der wird jetzt wirklich langsam schon, geht jetzt in Richtung 20, ja, Dollar. US Oil ist das hier, der Chart. Ne, der tickert schon. Das ist einfach nur, die Volatilität ist noch so gering. Und also es wird jetzt teilweise wirklich lächerlich. Wieso sage ich das? Also vom Ölpreis her, und damit auch die Ölaktien, ja, Ölaktien natürlich, ja, weil die hängen ja direkt mit dem Ölpreis zusammen, weil Ölaktien, die machen ja nichts anderes, leider. Und selbst so Aktien wie die Royal Dutch Shell, die sich schon sehr breit auch ja, investiert haben. Also natürlich der ganze Revenue, also die ganzen Erträge kommen natürlich aus dem Ölgeschäft, ja. Also die anderen Sachen, da fließen ja noch keine Erträge. Also die haben schon ein bisschen in Elektromobilität investiert, die haben auch schon ein bisschen in Wasserstoff investiert und so weiter. Und von daher sind die natürlich direkt mit Mitleidenschaft gezogen worden. Also der Kurs von der Royal Dutch Shell, ja, der ist jetzt, glaube ich, auf geht es in Richtung 11, zwischen 11 und 12 Euro. Ja, oder war das Dollar? Da müsste ich jetzt mal nachschauen. Also auf jeden Fall, ja, immer diese Währungen, die jetzt, die eh fast alle gleich sind. Ja, also Pfund ist ja auch fast 1 Euro mittlerweile. Okay, also wir sehen jetzt hier, dass das letzte Mal, wo wir so tief gesunken waren. Das war hier 2016. Und wenn wir jetzt hier mal zurückgehen, der absolute Tiefstpreis in der Jahrtausendwende, also sprich 2001, das war damals bei 9/11, wo ich gerade in London war, das sind dann genau 20 Jahre. Und da sind wir so bei, ja, so zwischen 18 und 19 Dollar gewesen. Und das ist schon ja, relativ niedrig. Eigentlich schon fast lächerlich niedrig. Dann hatten wir 1998 hier einen Preis von 10 Dollar. Ist auch ganz interessant, soweit habe ich das jetzt noch gar nicht mal zurückverfolgt. Da hatten wir hier 1990 eine Krise. Naja, auf jeden Fall, wenn du ein solides Geschäftsmodell hast, ja, sprich, du verdienst jetzt vielleicht sogar noch mehr wie vorher, ja, weil du irgendwie online was machst, ja, und meinetwegen Dropshopping machst, ja, von Toilettenpapier oder sowas, ja, und dein Cashflow ist stabil, was ja bei vielen Leuten jetzt nicht ist oder eben nicht sein wird, ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Also es geht jetzt nicht nur darum, wo ist gerade der Aktienpreis, ist es gerade günstig oder nicht günstig, wann ist der beste Zeitpunkt zum Einstieg und all diese Dinge, sondern wie sieht deine individuelle Situation aus? Ja, also diese Komponente, die geht mir immer komplett verloren.
bei auch den ganzen Fragen und so weiter und bei diesen ganzen Videos zum Thema Aktien und aktuelle Lage und Crash und Wiedereinstieg und günstig kaufen, buy and hold, Trading. Ja, ich glaube, Markus Koch hat es mal ganz gut gesagt. Er ist einfach ein Selbstständiger, ja, mit letztendlich based in the US, da wo es keine wirklichen Garantien gibt für ständigen Cashflow auch. Und von daher hat er eine ganz andere insgesamt Investmentstrategie als wie jetzt ein Beamter, ne? Also der quasi so garantiertes Einkommen auf Lebenszeit hat, ja? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, weil wenn du jetzt davon ausgehen musst, dass dein durchschnittliches Nettoeinkommen der letzten 5 Jahre, wo wir letztendlich in so einer Art Boom hatten, mit ein paar kurzen Ausnahmen, jetzt mit der bevorstehenden Rezession und so weiter, oder in der Branche, wo du tätig bist, oder whatever, ja, egal was, aber wenn du einfach jetzt dir nicht mehr sicher sein kannst, oder wenn du davon ausgehst, dass über diese ganzen Szenarien, du individuell, dein Cashflow, dein Netto-Cashflow sich halbiert oder insgesamt in Gefährdung ist, oder du einfach sagst du, es könnte sein, dass ich jetzt einfach mal ein Jahr arbeitslos bin oder sowas. Selbst wenn es nicht sicher ist, nur wenn du das sozusagen die Wahrscheinlichkeit sich stark erhöht hat, allein das schon, sollte deine Investmententscheidungen massiv beeinflussen. Ja? Aber was bringt dir das, wenn du jetzt halt günstig einkaufst, der Preis aber noch sozusagen nochmal fällt oder einfach jetzt mal erstmal unten bleibt für ein paar Jahre oder ein paar Monate und du aber nach 5 oder 6 Monaten schon wieder Geld brauchst, weil du eben kein Einkommen mehr hast oder weniger Einkommen und hast eine Familie zu ernähren und all diese Dinge, ja, wo ich jetzt Gott sei Dank, das heißt, Gott sei Dank, ist was super Schönes, eine Familie zu haben, ja, ist wahrscheinlich viel mehr wert als wie irgendwelches blödes Cash, ja. Also so mal positiv dargestellt, ja. Aber oder irgendwelche dummen Aktien oder was, ja. Also es ist viel, viel wertvoller, eine Familie zu haben, ja. Und auf jeden Fall sind das eben sehr, sehr wichtige Dinge, ja, die man jetzt wirklich ganz ernsthaft ins Auge fassen muss. Und zwar jeder Bürger für sich selbst, ja. Jeder Anleger für sich selbst. Und das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen hier. Bei diesen ganzen Videos, die ihr auch hier postet zum Thema Chart hier, Chart dort, Aktien da und ist das jetzt ein guter Preis, schlechter Preis, kaufen, verkaufen und all dieses Zeugs. Ja, ja, also am besten mal ausrechnen, was brauchst du, was hast du für Fixkostenblöcke. Und ich würde das. Also manche sagen, ja, man sollte immer so viel haben, Reserve, dass man damit 6 Wochen oder 8 Wochen oder 3 Monate auskommt. Ja, ich würde das Ganze mal auf 12 Monate erhöhen. Ja? Also, oder wenn du ganz frech zu dir selber sein willst, ja, ganz, wie soll ich sagen, super safe, auf ewig immer gut schlafen willst, dann rechne dir mal aus, was du im Monat brauchst und das mal 24. Ja. Und das solltest du dann nicht irgendwie in irgendwelche Dinge investieren, wo du nicht weißt, wo der Preis steht innerhalb der nächsten 2 Jahre. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst da vielleicht, wenn du meinst, du hast einen guten Trade erwischt, kannst du vielleicht traden. Ja. Und hier ist wieder der ganz große Vorteil vom Trading zum Investment langfristigen, weil du einfach beim Trading, wenn du da eben ein Zeitfenster hast oder ein Setup, wie man das so schön nennt, von 6 Wochen oder 2 Wochen und Swing Trade oder kürzere Trades von nur ein paar Tagen, ja, so eine Art Zocker Trades oder sowas, ja, also so auf Day Trading mehr oder weniger. Day Trading finde ich ganz ehrlich extrem unrentabel. Ja, also dann, also. Die meisten rentablen Trades, auch kurzfristig, sind meistens über länger, mehrere Tage, ja, oder vielleicht sogar Wochen. Weil du einfach nie vorhersehen kannst, wo der Kurs am nächsten Tag steht.
Desto kürzer der Zeitraum, desto weniger kannst du irgendwas vorhersehen, desto mehr ist das Ganze nur ein Roulette-Spiel. Ja, Setups hin oder her und ganz besonders in der jetzigen Volatilitätszeit, wo sowieso keiner irgendwas weiß. Also von daher, wo auch diese viele der also Charttechnik-Marken, psychologische Marken und all diese Dinge einfach mal weggebügelt werden, aufgrund der hohen Volatilität. Also ich würde mit kurzfristigen Geschichten jetzt ganz vorsichtig sein. Manche von den kurzfristigen Geschichten, die vielleicht noch ja, vor einem Monat oder so funktioniert haben, die funktionieren erst vielleicht nicht mehr, ja. Also, oder noch weniger, könnte man auch so sagen. Aber der große Vorteil von Trading, also letztendlich, wenn du oder wenn du da Ahnung hast oder glaubst zu wissen, dass du Ahnung hast, auf jeden Fall, wenn du halt einfach Trades machst, die funktionieren, letztendlich sprich, du hast unterm Strich mehr Kohle als wie vorher, dann ist es natürlich in so einer Zeit, wenn du auch auf das Geld angewiesen bist oder dein Netto-Cashflow nicht so sicher ist wie bei manchen anderen Leuten oder du auch nicht der Profiteur bist von dieser Krise bezüglich deines Netto-Cashflows, deines Einkommens, also das ist ganz stinknormal einfach dein Einkommen. Wenn dein Job gefährdet ist, wenn du eventuell in Arbeitslosigkeit gehen musst, dann hast du schon mal kurz auf einen Schlag nur noch 65%. Ich kenne einige, die haben eine Familie, die haben ein paar Kumpels oder ehemalige Mitarbeiter von mir und so weiter, oder Kollegen von mir oder Leute, die ich schon länger kenne, die halt ein Kind haben, ja, und gleichzeitig noch einen Wohnungskredit, also für ihre Wohnung. Wie nennt man das jetzt auf Deutsch nochmal? Mortgage halt einfach. Und Häuserkredit. Also manchmal fallen mir die Worte nicht ein, ich weiß auch nicht warum. Und dann hast du halt einfach ganz andere Probleme. Ja. Also einfach, du kannst einfach deine Rechnungen nicht bezahlen und so weiter. Und das ist halt einfach das, was letztendlich auch die Kurse dann teilweise, so wie auch Goldkurse und so weiter, dann in den unendlichen Boden reintreibt. Ja, und umso mehr profitieren halt dann diejenigen, die halt auf der Gewinnerseite sind, mit ihren ganzen Businessmodellen, mit ihren Einkommen, ewige Cashvorräte haben, zum Beispiel auch die ganzen Immobilieninvestoren. Ja, diejenigen, die halt einfach kleine hässliche Löcher, so wie das der Investmentbank immer so schön sagt, ja, kleine hässliche Löcher, die sind auch diejenigen, wo du die Miete noch am längsten bekommst, ja. Diejenigen, die gemeint haben, sie müssen in Ferienwohnungen investieren, weil das eben ihr Traum ist, ja. Also ich kenne halt auch einen ehemaligen Kollegen von mir und Mitarbeiter und dann der hat sagt, der hat irgendwie mal vor 15 Jahren halt einfach eine Wohnung gekauft oder hat er damals was geerbt, ja, so ich weiß nicht, 50 oder 80.000 Euro geerbt und dann hat er sich davon einfach eine Ferienwohnung, also in Magaluf, in Magaluf, in Mallorca gekauft. Nur mal kurz so als Beispiel. Und mittlerweile ist sie, glaube ich, 120.000, 30.000 wert, also von daher super Investment, ja, klar. Aber Miete sieht sehr schlecht aus. Und die ist ja noch, und die muss noch abgezahlt werden. Ja, weil es ist jetzt auch kein Großverdiener und das sind so Mini-Beiträge, wo er eben da abträgt und das ist noch nicht ganz abbezahlt, das sind noch 5 Jahre hin. Und ja, und seine Kalkulation ist eben auch ja, auf Break-Even ausgerechnet. Ja. Und von daher, na? Das ist einfach mein Ding hier. Boah, auch nicht schlecht. Und von daher sind es eben nicht unwesentliche Komponenten in deiner Gesamtkalkulation. Ja. Und ich beziehe mich da selbst mit ein. Ja, das ist einer der Hauptgründe, warum ich so vorsichtig bin momentan. Weil bei mir in den Industrien und in den Branchen, wo ich auch unterwegs bin, die leiden schon seit längerer Zeit. Ja. Also ich habe keinen Amazon-Shop, wo ich irgendwie Toilettenpapier verkaufe oder irgendwelche Sachen oder Nahrungsmittel und so weiter. Ich lebe hauptsächlich von der Industrie und
hauptsächlich von der deutschen Industrie, und die ist schon seit einigen Monaten unter die Räder ein bisschen gekommen, und von daher halte ich mich auch mit Aktienkäufen entsprechend zurück, weil ich eventuell die Aktie, die ich jetzt kaufen müsste und langfristig halten wollen würde, in einem Jahr vielleicht wieder brauche, wenn sich die Lage einfach nicht gebessert hat. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. Ich finde, das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Mal völlig davon abgesehen, wie übertrieben, ja, wirklich übertrieben dieser Abverkauf ist hier vom Ölpreis. Wir dürfen nicht vergessen, das ist der wichtigste Rohstoff nach wie vor in unserer Gesellschaft. Mit Abstand der wichtigste. Ja. Also aus Rohöl wird so viel produziert und hergestellt, das kann man sich gar nicht vorstellen, in der Pharmaindustrie, überall, ja. Also verschiedenste Kosmetika, ja, alles Mögliche, da ist überall teilweise, ja, man mag es kaum glauben, ja, das sind nicht alles Naturprodukte, ja. Also Öl ist ja auch Natur. Ja. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.